Super. Ehrlich? Findest du es wirklich super oder du sagst es nur so? Sag's nur so. Du brauchst was zu essen? Ja. Wo bist du? Oben. Gerade eine Cola. Einer Marke, die ich nicht weiter nennen möchte. Hier. Muss ich dir den Scheiß aufmachen? Ja. Du hast selber eine Axt. Eine Pickaxe. Hier ist was zu essen. Drink it. Ich hab's dir hingelegt. Okay. Kannst du kurz decken? Hey, du bist eine alte Sau. Wen soll ich decken? Ja, hör dich. Oh, 32%, ne? Weniger hättest du nicht übrig lassen können. Halt die Fresse! Ich du gelbe Box liegt hinter dir. Als ob ich da draus gegessen habe. Oh. Ach so. Ja, ich habe eigentlich eine ganze Moonbox jetzt voll. Weil er hat 1% von der Spaghetti übrig gelassen. Ja. Dann mach Eat All, du Idiot. Hatte ich doch. Ach, willst du die gelbe Box gar nicht mehr haben? Nee. Ach so, danke. Ja, warte, ich muss eben kurz den restlichen Scheiß fressen, den Matthias mir hier so in seiner Güte hingeschmissen hat. Wichser, 32%, wer soll da davon satt werden? Deine Mutter nicht. Ah, nee, die ist 10 Dosen. Ich denke, das ist eine Basis, mit der wir arbeiten können. Hello to ugly Hello, du guys, ugly I come guy. in I peace come in peace from the dark side from the of the dark side moon. of the moon. Hello. Must in What you must in say you in must game. say in game? I don't I can hear don't you. can hear you. You must learn English. Oh mother Your sucks mother dicks. sucks dick. The fucking The hell. fucking hell. So. Dann gehen wir raus, ja. Wollen wir auf dem Server bleiben, oder? Nobody Nobody knows, dass wir knows, hier dass wir sind. Dass hier wir hier sind, sind dass vor wir allem. hier sind, vor allem. Hier ist sonst nichts weiter drin. Hallo Sorry. und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Fail DayZ. Der Gastgeber ist wie immer Oberst Leo. Hadi ist mit am Start. Und der Mahas. Der was? Der Mahas. Ach scheiße, falscher Nick. Ich meine Gunshot. Oder Spacko, nennt ihn wie ihr wollt. Du bist so Ich habe behindert. eine SKS mit Munition. Ja, recht selten. Und wir sind hoch motiviert. Muss man jetzt hier beim großen Airfield und versuchen zu lösen. Da sehen wir schon einen verbündeten Spieler. Da ist ja schon der zweite. Nimm, 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 nimm. Dann werden wir gleich beschossen und sterben alle. Ich hoffe, diesmal stirbt Gunshot als erstes, weil er hat's verdient. Ich hab's gar nicht verdient. Ich hab's nicht verdient. Mä, bist du bedeppert oder was? Oder was? Was? Ist mir scheißegal, halt einfach. Ich hab ein Bipod an mein AK-101 dran geschraubt. Das hat super gepasst. Jetzt bin ich unaufhaltsam. So. Wir rennen jetzt aber nicht alle die gleichen Zelte durch, oder? Weiß ich doch nicht. Hör einfach auf, meine Zelte durchzulaufen. Hör auf, meine Zelte durchzulaufen. Wir hatten Achso, dann hier warst du die ja schon. rote Flare gezündet. Ich. Warum tust du das? Spaß und Freude. Das sind denn solche Aktionen, wie die Gunshot ja auch ganz gut kann. Irgendwelche Feuer auf Leuchttürmen oder generell Türmen in einer neuen Stadt zu machen. Die alle sterben, zum Und wir Beispiel. hatten Action. Das einzige Problem war, dass wir noch nicht aufgenommen haben. Ich finde schon wieder ein Magazin für diese Kackknifte, ne?
Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Elber gefunden. 8 Stück. Wer ist denn in Erste-Hilfe-Zelten? Du hast Akku. Ich! Oh. Hui. Stirbt einfach mal! Typ. Welcher? Warum ballert ihr hier rum? Das war, ne? Alter, das ist so, das, so eine Alter, Dinger, aber, solche Dinger, deswegen kopieren wir, du Spacko, Alter. Hier in dem Zelt war ich übrigens schon. Hier ist eine Moonbox. Ehrlich? Noch eine. Ich hab schon zwei, danke. Du hast zwei. Ja, ich hab zwei. Okay. Bist du eifersüchtig? Nö. Hä? Wirklich nicht? Nein. Ich hör doch deinen Neid. Nein. Gib's doch einfach zu. Halt einfach die Fresse. So, lass uns weiter vorrennen jetzt hier. Ihr habt das alles durchgelootet, den Rest, oder? Ja, ja, ich hab dich durchgelootet. Gut. Können wir hier weg, Zombie. Ja, Alter, sag mal. Arena ist das noch so ein bisschen anstrengend. Ich nehme übrigens gerade auf, ne? Ach so. Ja. Voll. Ja, ist ja egal. Und, na jedenfalls, habe ich glaube ich noch nie so oft mein Oberteil wechseln müssen, also meine Jacke. Weißt du, du bist eine alte Sau. Deine Praktiken, ne, die interessieren mich überhaupt nicht. Nein, ich meine, sie hat so Probleme mit der Axt, die Zombies wegzunacken, ne? Und da muss ich das immer machen und dann kicken die mich irgendwie immer an. Oh, spielst du immer, redest du immer noch von Real Life? Was ist los bei dir? Wovon sprichst du jetzt gerade? Bescheuert? Schon gut. Oh nein, alles gut. Checkst du eh nicht. Checkst du eh nicht. Ja, siehst du, schön, dass du es einsiehst. Ja. Jetzt rennen wir rüber zum Tower. Mach dich mal gerade, du. Du. Top 200 Pilz, Welt. Du, du Ossi. Boah, pass mal auf, was du sagst, du. Wir rennen hier hoch jetzt. Ich renne die Runde. Hä? Jetzt bin ich zu viert. Ich bin im Tower, wer ist oben? Hier ist ein SKS. Ah, wo kommst du denn her? So, wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir sind da, ne? Wir sind direkt westlich von Berenzino, ja. Das Krankenhaus ist gerade versperrt bei mir. Ich kann es nicht einsehen. Höchstens einen Positionenwechsel machen, aber ich bin ja eh kein Sniper. Ich auch nicht. Keiner hier. Grüne Häuser und dann vorrücken oder wie wollt ihr ran? Würde ich auch sagen. Oder? Joa, können wir machen. Ah, wie meine FPS gerade richtig runtergehen, Alter. Ja. Bei mir auch. 15 habe ich. Was liegt, wie gesagt, am Spiel? Blaues Barett voraus! Da läuft jemand quer. Ja, erkannt. Ja, ich sehe ihn auch. Quatsch mal an. Ich kann nicht wirken. Stand still. Hey guy, hey guy, stop! Ich schieß gleich, wenn er weiter rennt. Schieß ihn ab. Stop, hello. Or we hello. Kill you. Wo sind? Wo sind, ne? Ja, ja, ganz ruhig. Der schießt, irgendwer schießt auf uns. Ja, ja. Ist tot. Happen. Boah! Mosen Schuss.
Und wo kam der? Das war von dem Typen gerade, ne? Weiß ich nicht. Ich renne gerade ein Stück rückwärts. Ja, ich hab mich gesehen. Wir sind jetzt bei den grünen Häusern. Okay, wir sind hinten bei den Tannen, kann das sein? Ist hier einer mit mir bei den Tannen? Nee. Nein. Du bist alleine, wir sind zu dritt hier beim Haus. Okay, ich renne mit vor. Wenn meiner mal anfängt zu sprinten jetzt. Ich kann die komplette Baumreihe einsehen, aber ich... Der Typ tot jetzt oder nicht? Oder was? Ja, der ist umgefallen. Komplett. Also erst hat er gehockt, dann ist er wieder aufgestanden. Dann habe ich noch ein paar, glaube ich, ein, zwei Mal erwischt und dann ist er umgefallen. Der müsste da liegen, direkt an der Steinmauer-Dingen. Wer hat er noch geschossen? Weiß ich nicht, ob er noch geschossen hat und das war ein verzögerter Schuss. Ich habe keine Ahnung. Ah, da seid ihr. Ich komme von hinten ran. Ja, seh dich. So. Spieler! Wo? Spieler erkannt. Wo denn? Warte, ich renn mal hier zu euch drüber. Passt auf. Ja, warte. Hier, der Heuhaufen rechts. Ja. Baum geradeaus. Links davon sind 1, 2, 3 kleine grüne Tannen. Zwei Spieler. Genau hinter den drei Tannen rennt jetzt einer rechts rüber, ein Spieler. Jetzt müsstet ihr dann sehen. Zwischen den drei Tannen und der großen einen Tanne rennt er hin und her. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie. Und davon stehen zwei Tannen links auseinander. Dann kommen zwei oder drei als Busch und dann ist... Ja, die kommen, der rennt links. Der rennt ja, vorsichtig links lang. Der hockt. Es sind zwei Stück mindestens. Ich habe keinen gesehen. Mit den Richtungsangaben hier kann ich überhaupt nichts anfangen hier. Die Richtung, die wir gucken, da sind die grünen, da sind drei grüne Tannen. Ja, die habe ich erkannt. Ja, und da ist der, links davon, bei den kleinen Büschen. Der rennt immer weiter, okay, ein Stück weiter vor. Ja. So, und davon 50, 60 rüber nochmal komplett. Da ist so eine kleine Freifläche. Rechts oder links? Links. Nach links. Neben den drei Tannen hast du drei Büsche, dann kommt ein einzelner Busch und eine große Tanne im Hintergrund. Und da hockt auch einer oder liegt einer. Ich glaube, den sehe ich sogar. Aber ich kann auf den nicht wirken. Ich möchte auch ungern jetzt raus. Ja, warte mal, ich probiere. Okay, pass mal auf. Ich gehe hier ins grüne Haus hinten und versuche von der erhöhten Position ein bisschen was zu sehen, okay? Ist der, Hanni, ist er links von dem Baum? Kann das sein? Er krabbelt. Meinst du jetzt den einzelnen? Ja, du siehst doch denn, das sind ja die drei Tannen, ne? Links diese kleine Kurselgruppe, diese kleinen Büsche da. Ja. Und dann dahinter sind ja noch zwei Bäume, zwei kleine Tannen. Genau. So, und dann davon links, eine ist eine höher gewachsene Tanne und, Und davon links hinter dem Baum. Okay, ja, von hier weiß ich, wo ist. Von hier oben sieht man nichts. Der eine von rechts ist genau hinterm Heuhaufen jetzt, der kommt nach vorne, glaube ich. Okay. Den Heuhaufen hier vorne? Ja. Der Heuhaufen hier vorne, genau dahinter steht der. Ich sehe nicht, wo er ist. Also ich weiß nicht genau, komm mal zu mir. Ja, genau, ich sehe den Heuhaufen. Also mal sehen, ich bleib erstmal hier. Du stell dich mal genau hier hin. Da ist rechts ein Heuhaufen, links ein Heuhaufen. Genau damit, jetzt rennt er wieder nach hinten. Da rennt er. Okay. An der Tanne, jetzt bei den Büschen, wieder nach links rüber. Sehen. Schüssel! Der lebt noch. Ja, ich habe gerade auf den Sniper geschossen. Alter, wer schießt denn? Ich hab den mit dem blauen Rucksack erschossen. Ja, danach. Aber er scheint da noch zu sein, der ist glaube ich nicht ausgewichen. Hier, jetzt ist er rechts von den drei Tannen. Ah, ich sehe ihn. Können wir die irgendwie umlaufen oder so? Ja, nee, dann müssen wir über die... Dann haben wir sie, verlieren wir sie aus dem Sichtfeld. Einer muss mir mal kurz Deckung geben eben hier. Wer steht hier mit mir? Ich. Das Bounty, ne? Lass mich mal kurz in die Ecke da. Ich will bloß kurz aufmunitionieren wieder. Ich habe zwar noch genug Max, aber... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja, nicht, dass die uns jetzt gleich umlaufen hier.
Wir können jetzt in Richtung Innenstadt ausweichen, dann Richtung Norden, von da aus wieder Richtung Westen in den Wald da hinten und dann die dann halt versuchen zu flankieren. Ich weiß nicht, ob wir alle uns verschieben sollten. Das ist jetzt das Ding. Wir können die ja weiter in Beobachtung irgendwie halten, dass wir euch da weiter durchgeben. Falls die sich nämlich verschieben, dann wisst ihr am Ende nicht mehr nach eurer Verschieberei, wo die am Ende sind. Könnt ihr so lange in ein Gebäude da oben reingehen und dann... Nee, das Gebäude ist scheiße. Du kannst dann kaum gucken von oben. Ich war gerade schon oben. Da steht da rechts neben so einem kleinen Baum. Mhm. Das sind drei, da ist noch einer dazugekommen. Ganz links außen. Wie? Okay, wir können es ja so machen. Ihr beide, du und, also Matthias und Daniel bleiben jetzt an dieser Position, beobachten sie. Einer behält den rückwärtigen Raum im Auge, beziehungsweise Richtung Stadt. Ich und Hanni gehen jetzt weiter nach rechts, gehen dann hin in den Wald und dann flankieren wir sie. Wollen wir das so machen oder nicht? Ja, ich gehe aber mit dir mit hin. Ja gut, dann komm mit. Ihr behaltet also so ein bisschen das Umfeld im Auge. Robbt da rum. Ja, ist egal. Sollt ihr nur im Auge bleiben. Vielleicht ein bisschen Speerfeuer oder was weiß ich was. Hauptsache die Penner verpissen sich dort nicht. Na, jetzt sehen sie uns, wenn wir hier so lang rennen, ne? Ja, die sehen uns schon nicht, keine Angst. Weiß denn einer eigentlich, die anderen beiden sind, ach, die links weiter waren? Die lässt hier vorne noch ein Stück runter und dann nach links. Meiner bleibt auch immer die ganze Zeit stehen. Ja, das ist so ganz strange. Hinter mir? Ja, ich gucke ein bisschen in die Stadt rein gerade. Okay, ist klar. Ja, hier nicht Sightseeing. Nee, ich habe rechts bloß reingeguckt, damit wir nichts von der Seite abkriegen, weißt du? Besser lieber wir den Feind sehen, als er uns. Er hat sich in der Tanne gelegt. Ja, wir müssen natürlich aufpassen, wir haben hier nicht so viel Deckung. Hm. Mir macht das gerade ein bisschen Sorge, dass ich den Mosin-Schützen nicht mehr sehe, den zweiten. Ja, der wird sich wahrscheinlich verschieben. Aber wir verschieben uns ja auch. Also einer sollte dann in die Richtung von diesen Schützen beobachten und der andere sollte den rückwärtigen Raum, also alles was in Stadt beobachten, sodass ihr nicht umgangen werden könnt. Gehe ich Richtung Stadt. Sollt ihr nur beobachten, ne? Bleibt am besten ein bisschen zusammen. Beobachtet schön. So, hier jetzt hoch? Ja, oder hier was? Vorne hoch, ja. Können wir so ein bisschen die Senke nutzen. Ja. Und die dann gleich aufhört bei dem Weg. Ja, wir rennen einfach rechts vom Weg hoch und dann... Ja, die dürften uns hier auch nicht beobachten. Die werden wahrscheinlich immer noch die grünen Häuser im Auge behalten. Hm. Außer sich verschiebt hier selber einer. Aber das hätten die ja gesehen. Oh, da kriecht einer durch den Wald. Ja, ja, solange er kriecht, ist alles okay. Und Visier drauf, Junge. Ist der hier? Da ist er, als gleich sehen. Der rennt jetzt, ne? Mhm. Welche Richtung? Ist das für uns interessant? Rennt nach rechts weg, aber jetzt steht das doch in der Tanne. Also in unsere Richtung weggerannt, ein ja. Stück. Aber er hat sich versteckt wieder in deiner Tanne. Jemand? Das war ich. Okay. Wollen wir dann gleichzeitig noch ein Stück von oben kommen oder einfach nur flankieren? Er hört uns wieder auf zu brüllen. Einer geht etwas weiter im Wald und eine geht nahe der Freifläche. Sodass wir auch ja nicht entkommen kann. Ja gut. Matthias, lass uns ausweichen. Warte, ich komme von hier oben wieder runter. Was? Wir rennen jetzt wieder zurück, oder was? Hä? Dominik? Ich weiß nicht, was die machen, aber hier die beiden, also Hanni und Daniel, sind jetzt auf unsere derzeitigen oder letzte Position. Ich weiche jetzt weiter Richtung Norden aus und hoffe, dass du mir gleich folgst. Ja, du rennst ja schon, ne? Ja, ja. Na gut, ich bin hinter dir. Kann aber sein, dass sie die gleiche Idee hatten, deswegen müssen wir vorsichtig sein. Der ist direkt bei mir, ne? Ich bin direkt bei dir. Gut, 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 gut. Gehen wir jetzt hier gleich links hoch in der Senke. Okay, direkt vor uns. Da rennt einer. Ja. Feuer öffnet. Wo siehst du ihn? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn gerade da, wo ich hinziele. Circa 200
Hinterm Baum. Ich habe drauf geschossen. Aber der ist halt keine Aufklärung. Ich sehe ihn. Der ist umgefallen, ne? Okay, warte ich gerade nach. Hanni, Daniel? Ja. Ausweichen, unsere jetzige Position, also folgt uns. Ich habe ihn getroffen zweimal. Komm, lauf. Jetzt ist er tot. Er rutscht runter den Berg. Gut. Ich habe nur die ungefähre Richtung von den Schüssen jetzt eben bekommen. Ja, warte. Lauf jetzt mal zurück. Kann er noch unconscious sein? Ich weiß noch, ja. Ja, warte, ich versuche mir den Ladenschuss. Soll ich nochmal drauf schießen oder was? Wenn du ihn noch siehst, dann gib ihm noch was. Oh, das ist er nicht. Okay, kein Problem. Ich gehe in seine. Wo legst du dich jetzt hin? Ah, hier vorne sitzt einer. Direkt am Baum. Ja. Da hinten stehen welche. Ich bin ein Stück weiter westlich. Westlich, ich bin ein Stück weiter rechts von euch oder geradeaus. Was ja, ja. Rechts. Dominik geht vorsichtig den Weg. Oh. Was? Rechts. Wo rechts? Warte mal, das ist. Ich bin hier. Das ist Matthias und Dominik. Ich mach QE, ich mach QE. Hörst du mir zu? Das ist dein Bruder. Meine Güte, Alter. Ja, sag ich doch. Weil du gesagt hast, du bist rechts von uns. Ja, wenn du jetzt auf den Wald guckst von unserer Position von der letzten. Okay, ich sehe ihn, er ist weg. Nee, ist er nicht. Der liegt da noch. Ja, der liegt da noch. Rausche gerade hin. Kann sein, dass jemand seine Leiche überwachen will. Ja, ich gucke gerade schon links ins Waldgebiet hoch. Den habe ich auch gerade so nur erkannt, ne? Alter. Du crouchst, ich sehe dich. Nur am Crouchen. Der war full equipped. Wie weit bist du noch von ihm weg? Direkt bei ihm. Ah ja, okay, dann liegst du genau hinter dem Baum, wo ich nicht mehr einsehen kann. Ja, was mache ich denn? Weiß ich nicht. Was machst du denn? Frag da rum. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, ich verarzt ihn gerade. Mach einer. Der steht da auf und. So. Ich gucke rechts runter. Catch for kidding. Was soll das heißen? Catch for kidding. Ja, nee, alles gut. Was ist denn das? Was heißt denn das genau? Das ist sein Name oder nicht? Hast du ihn irgendwie angekrabbelt oder so? Kann Junus, ihr seht vor Kindling oder was weiß ich was. Kindling heißt er, okay. Kann ich nicht irgendwie testen, ob er tot ist? Ja, ja, Status Check oder Check Puls. Ja, hier steht aber nichts von wegen Check Puls. Hat das sich ausgenommen? Ja, das hat er damit nichts zu tun. Ich bin aber ein Headshot. Ja, ein Headshot. Drei Schüsse, Headshot. Ja. Also eigentlich nach so einer glorreichen Aktion macht man normalerweise ein Lagerfeuer und grillt was Schönes. Na, egal.